Hallo Aaron. Ja, wir haben neue Lokana-News. Juhu, nee. Ja, klar, ich freue mich, aber ich bin heute nicht so zum Dreh aufgelegt, habe das Gefühl. Überraschen mich. Mal schauen, ob der Aaron die Präsentation genauso schön wie die Daniel macht. Ich bin gespannt. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, was geht ab? Willkommen auf unserem Lokana-Kanal. Willkommen bei Aaron zeigt Danny Spoiler. Es gibt News zu Lokana. Ich bin gespannt. Aaron, teach me. Es gibt tolle, tolle neue Karten. Okay. Ja, mal. Fangen wir mit Ember an. Und bei Ember haben wir die erste Wie heißt Karte. Ember denn auf Deutsch? Bernstein. Ja, gut. Das wäre natürlich toll, wenn da Bernstein stehen würde. Entschuldigung. Auf einem deutschen YouTube-Kanal. Entschuldigung. Nein, okay, es ist eine Rapunzel, das passt farblich. Ja. Und das ist die erste Karte, wo ich Heilung richtig gut finde. Aber Okay. nicht, weil es heilt per se, sondern weil es Karten zieht. Okay, Glam and Glow. Ja. Und zwar, wenn man die Rapunzel ausspielt, darf man bis zu 3 Schaden von einem Charakter heilen. Und für jeden so geheilten Schaden darf man eine Karte ziehen. Der Daniel und ich haben ja schon Farben vorgestellt oder angefangen, Farben vorzustellen. Und bei Ember waren wir zu dem gemeinsamen Schluss gekommen, dass Heilung jetzt nicht die beste Fähigkeit in dem Spiel ist. Und obwohl die Rapunzel eine Heilerkarte ist, wird Ja. das umso schlechter, weil man möchte ja Damage haben, den man heilen kann. Weil wenn man mit den anderen Karten den Damage heilt, zieht man mit der Rapunzel weniger Karten. Das heißt, per se, die Heilkarten sind jetzt noch ein bisschen schlechter geworden, als sie die ganze Zeit schon waren, also zumindest aus meiner Sicht. Und das ist die To-Go-Heilkarte für mich. Also, wenn man was spielen will, will man diese Rapunzel spielen. Weil 3 Karten ziehen und 3 Damage von einem Charakter heilen, das ist richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Okay, als nächstes gibt es den Maximus. Wo ist der denn her? Das ist auch Rapunzel. Das ist auch Rapunzel. Okay. Sein Bodyguard. Ja. Und ein Supporter. Das fände ich sehr Für interessant. fünf, vier, fünf. Und questet für 1. Aber er gibt halt seine Stärke beim Questen weiter als Supporter und muss dann angegriffen werden. Also finde ich eine geile Synergie. Er macht so sehr viel Sinn, das so beides zu haben, weil du mit dem dann erst recht questen wollen würdest, ne? Weil du mit Support seine Stärke weitergeben kannst. Also der Maximus, den finde ich wesentlich besser als den anderen Maximus. Der andere Maximus hat dem Gegner 2 Angriff weggenommen. Der gibt jetzt 4 von sich selber weiter. Ist eine gute Karte. Okay. Also finde ich stabil. Mit der Anmerkung, beides kann wieder Tinte werden. Ja. Bedeutet, sie sind umso besser, die Karten. Ja, also muss man immer beim Deckbau so ein bisschen beachten, dass man nicht zu viele Karten benutzt, die keine Die Tinte keine werden Tinte können. werden können. Yes. Ruby. Rubin für Deutsch. That's no Blizzard. Okay. Name Anna. Ready. This character can quest for the rest of. Nice. Die Eisdörfer Elsa klingt gut. Also, Oder? ist jetzt auch, dass wir eine Elsa in Rot haben. Ja. Das heißt, wir haben bei den Farben auch schon drüber gesprochen. Das normale Paket von Anna Elsa ist lila gewesen. Jetzt haben wir eine rote Elsa. Das ist natürlich das prädestiniert, um das zusammenzuspielen, um das Removal Package dann mitzunehmen, das wir in Rot schon kennen. Finde ich sehr lukrativ. Ich habe ja an sich schon vor, Elsa zu spielen. Mit der Elsa wird das dann wahrscheinlich Amethyst und Rubin. Klingt eigentlich nach einer Das coolen finde Kombination. find ich ziemlich stark, ja. Vor Das ist auch, allem, also ich finde das sau wir stark. werden später auch noch eine andere Elsa sehen, womit das noch mehr Sinn macht, diese Elsa zu spielen. Okay. Wir haben einen Abu. Das ist einfach ein Vanilla. Kostet Oh, 3, hat beste. 3-2, questet für 2. Und kann zu Tinte werden. Ist ein stabiler Charakter. Also sehe ich auch, wenn man den Aladdin in Rot spielen will, dass der da dazukommt einfach. Ja, Quested für Gerade 2 ist halt geil. weil es ein Early Drop ist und später dann Tinte werden kann. Ja. Dann haben wir hinten einen Charakter, der wieder was kann. Und zwar ein Das ist ein Scar. Ska. Okay. Der kann shiften. Es Okay. gibt ja den, in Rot gibt es ja den brennenden Scar schon. Okay. Das ist ein Vanilla. Und
Wenn man den spielt, darf man jemanden ready machen, der 3 oder weniger kostet. Der darf aber nicht questen. Aber man kann potenziell da wieder angreifen. Halt angreifen, genau. Beziehungsweise jemanden mit einem Effekt oder einen Abu, der gequestet hat und nicht will, dass der Abu draufgeht, wird der Abu ready, dann kann er nicht angegriffen werden. Aber kann ich zu Tinte werden. Ja, das ist bei den hohen Kosten leider oft so. Ich bin mal gespannt, wie Deckbau entscheidend das Ganze wird. Ob man zu Tinte werden kann oder nicht. Ich denke, dass du dann eher nur 2 oft spielst von den großen Sachen, ne, weil sie eben nicht Tinte werden können. Du möchtest dein Deck möglichst voll haben mit Sachen, die entweder so relevant sind im frühen Spiel oder halt so zu Tinte werden können alternativ, dass man damit die Basis vom Deck baut und das dann eher so Synergien oder Finisher sind, die man gar nicht so oft spielen will im Deck. Also von Werten her ist er okay, er ist ein bisschen schwach mit dem Questen. Man muss halt immer bedenken, natürlich kostet er jetzt 8 und hat 6-6 nur, aber er shiftet ja für 6. Das heißt, potenziell für 6 Kosten 6-6 Werte aufs Feld kriegen ist schon stark. Und er hat ja noch den Effekt, wenn er gespielt wird, dass er seinen Charakter ready machen kann. Also ist schon gut für das, was er kostet. Ja, es ist halt immer zu bedenken beim Deckbau dann mit der Downside. Dann kommen wir zu Stahl. Stahl hat einen neuen Kip Nook. Mag keine Hooks. Der alte Kip Nook ist schon schlimm genug. Jetzt gibt es auch noch einen Grund mehr, den weiter zu spielen. Mit seiner doofen Kanonenkugel. Okay, Shift 3. Das bedeutet, man kann den da drauf auf den anderen drauf shiften für 3. Und der Challenge plus 3. Hä? Also Challenger plus 3, wenn man 3 Tinte opfert. Nee. Es gibt 3 Angriffe dazu. Das ist Challenger. Okay. Ne? Also der gibt einfach, wenn er angreift, kriegt er 3 Angriffe dazu. Also. Und das Schlimme kommt jetzt erst, finde ich. Charaktere, die 3 oder weniger kosten, können ihn nicht angreifen. Ich habe schon so viele Karten, gegen die ich nicht spielen will. Dann haben wir den Hans. Ist also so ein Charakter. Entwickelt sich Stahl das zu sind die bösen der Lüfte. Farbe, wo man die Charakter ablegt, die man sonst nirgendwo will. Auch normalerweise nicht in den Filmen und nicht in Büchern, in Figuren. Man möchte Filme. Also nein. Man möchte. Nein. Also gibt Nein, Stahl gibt die Nein-Farbe. Ja, und der ist auch noch besonders gemein, weil wenn der questet, darf er Schaden an einen anderen Charakter schießen. Stahl gibt so, wird so diese hinterlistige Farbe, habe ich das Gefühl. Ich schieße da das kaputt, ich mach da Damage drauf. Schnell, ich krieg mein Damage wieder zurück. Mach das weg, gibt's hoffentlich nicht noch mehr Stahl-Spoiler. Nee. Da haben wir eine Tinker, das macht mich schon wieder ein bisschen glücklicher. Vor allem die Tinkerbell hat Interaktion mit Peter Pan, was ich cool finde. All your characters are evasive, can challenge the character. The character is named Peter Pan, gain challenger plus 1. Ja, cool. Sie passen zusammen. Ja, es macht im Prinzip das, was Lila eh schon hat. Lila hat ja schon einige evasive Sachen und gibt dem Peter Pan jetzt noch Challenger dazu. Ich meine, wir haben nur einen grünen Peter Pan aktuell. Ich bin mir gerade ganz sicher. So tief bin ich da nicht drin. Also wir haben einen grünen Peter Pan mit Evasive und der würde jetzt noch Challenger mit der Tinkerbell kriegen. Dann haben wir hier einen, finde ich, sehr starken Jafar potenziell, weil wir wissen, in Lila gibt es sehr viel Card Draw und sehr viel Card Manipulation und der Jafar ist halt so stark, wie du Handkarten hast. Aber der Jafar hat sich in der Tür geirrt. Verstehe ich nicht, ne? Warum hat der Jafar sich... Weil er die der, hätte eine ist. Tür, der hätte eine Tür vorab biegen müssen, hätte zu Stahl gehen müssen. Ah, okay. Weil das so sind doch die, das. Die man nicht mag. Obwohl, Artwork-technisch, Wahnsinn, sau geil. Sieht mega aus und ist halt, finde ich, ziemlich stark. Ja, also für mich sieht es vom Artwork her aus, als ist der Jafar jetzt die neue Wunderhülle. Ja, genau. Hat Lila denn viele Synergien, wo man sich die Hand vollpacken kann? Ja. Dann klingt es doch schon mal nach einem Plan. Von dem Dr. Facilier von Küss den Frosch gibt es Karten, die sagen einfach, zieh 2 Karten. Generell gibt es bei Lila sehr viele Sachen, die sagen, du darfst was ziehen, du darfst dir aussuchen, was du ziehst. Ja, bei Lila und Rot und die Elsa doch vorhin auch. Ja, doch, okay, ich bin gespannt. Beide. Es geht beide weiter mit Amethyst. Und zwar gibt es neue Elsa. Noch eine Elsa, 2 sogar. Ja, einmal eine Vanilla-Elsa, die kann im Prinzip nichts.
Die ist einfach nur eine älter Basis. Die ist eine 4-4 für 4 und ist halt zum Draufschiften. Ne? Oder du shiftest auf die andere Elsa, die es schon gibt, oder auf die rote Elsa, die es jetzt schon gibt. Deshalb macht es umso mehr Sinn, viele Elsas zu haben für diese Elsa, weil die ist besonders gemein. Deep Freeze. When you play this character, exile one to turn that they can't ready. Also man nimmt zwei Charaktere für eine ganze Runde erstmal aus dem Spiel. Die machen dann erstmal gar nichts. 4-6 für drei Questen ist sehr stark für Shift 6. Also man sieht hier, die kann wesentlich besser questen als der Scar. Dafür hat sie halt ein bisschen Angriff weniger, was aber gar nicht schlimm ist, weil sie verhindert ja auch, dass zwei Leute was machen für zwei Runden im Prinzip. Aber macht schon Spaß, macht schon Spaß. Sieht nach was aus, was mir sehr viel Spaß machen könnte. Der Danny verliert jetzt schon jegliche Motivation, weil er genau weiß, was der Aaron spielt, wenn er spielt. Aber Danny, ich kann ich habe gerade so viel Spaß an Magic, ich bin jetzt sicher, ob ich dann einfach bei Magic bleiben soll. Ich kann dich aufmuntern, es kommt noch schlimmeres Zeug als das. Vielleicht wird Elsa gar nicht dein schlimmster Albtraum, sondern in Grün. Weil in Grün haben wir jetzt ganz viele tolle neue Sachen. Aber Elsa war schon lange ein Albtraum von mir. Für Menschen wie ich, kleiner Sidefact, die in ihrem Leben schon 135, 750 Millionen tausendsten Mal ich lass los hören und mitsingen mussten. Mit einer kleinen Tochter. Egal, weiter geht's. So. Jetzt kommt eine ganz, ganz tolle Farbe mit ganz tollen Effekten, wo ganz viel Spaß machen wird, dagegen zu spielen. Toll. Flynn Rider ist von Rapunzel. Auch Rapunzel. Das ist der Eugene. Den Film habe ich halt vielleicht einfach nett geschaut. Das okay, der macht. Der Flynn ist erstmal für 2 in 1, 2, der für 2 questen kann, was zum Questen sehr stabil ist, weil das möchte er auch tun. Der möchte gar nicht angreifen. Der möchte angegriffen werden, weil da muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Und das zieht sich so ein bisschen durch Grün durch. Grün möchte angegriffen werden, um den Gegner zu, Sachen wegzunehmen oder Charaktere vom Gegner zu töten. Weil der Cusco, den man hier sieht, der hat im Prinzip denselben Effekt wie die Grinsekatze. Okay. Wenn der angegriffen wird, stirbt der Gegner mit, egal wie stark er ist. Sowas wie Death Touch. Ja. Und er hat noch Ward. Bedeutet, er muss angegriffen werden. Ward ist, er kann nicht angezielt werden von Fähigkeiten oder Zaubern. Aber Grün hat ganz viele Möglichkeiten zu sagen, der Gegner muss mich jetzt angreifen. Er darf nicht questen, er muss mich angreifen. Und wenn dein einziges Ziel Charaktere sind, die deinen mitnehmen oder die Handkarten abwerfen lassen, ist das schon ein bisschen essig, wenn man die angreifen muss. Und er questet für 3. Ja. Ja. Boah. Also Grün möchte Charaktere legen, damit questen und dir dann sagen, du musst die angreifen, dass du noch einen Negativeffekt davon erhältst. Und um das Ganze abzurunden, haben wir natürlich hier den John Silver. Der John Silver kostet... Ist eh ein Penner, der gehört auch zu Sorry. Der kostet 6, hat 5-5, questet für 2. Das ist erstmal nicht so herausstechend, aber sein Effekt ist ganz toll. Und zwar, wenn er gespielt wird oder wenn er questet, darf er einem gegnerischen Charakter Reckless geben. Ja. Reckless heißt, der muss angreifen und darf nicht questen. Also man möchte dann den Cusco legen, eine Runde später den John Silver mit dem Cusco dann questen, weil der Gegner muss den Cusco dann angreifen. Und der geht dann auch kaputt. Krass, okay. Grün. Und weil das noch nicht reicht, gibt es mehr Grün-Spoiler. Oh, ein Genie. Wir haben einen weiteren Genie. Vanilla halt. Das ist ein Vanilla-Genie. Okay, Special 2 für 2, 3, okay. Questet für 1 ist okay. Ja. Ja, also wir haben schon Schlechteres gesehen, wir haben auch schon Besseres gesehen, aber es ist halt ein Vanilla. Kann man nicht viel erwarten. Dann haben wir die Mag. Und die Mag kann einem Charakter 2 Stärke dazu geben, wenn es gespielt wird. Stabil. Ist okay. Wenn du den dann angreifen musst und der ist der, ja, weiter. Und dann haben wir die letzten Spoiler für diesmal. Einmal einen Horus, das ist ein Vanilla. Und der Jasper. Und der Jasper. Und immer wenn er questet, wenn immer er questet, darf er einen Gegner daran hindern, zu questen für eine Runde. Das heißt, das Thema von Grün zieht sich im Prinzip durch. Grün möchte selber sehr aktiv questen, möchte den Gegner dazu zwingen, anzugreifen, dadurch Negativeffekte zu haben. Bekommen, ja.
und ihn generell am Questen zu hindern. Ne? Der Jasper verhindert Questen, Reckless verhindert Questen, weil du angreifen musst. Generell arbeitet Grün halt mit solchen Effekten und solchen Fähigkeiten. Das sind die neuen Spoiler von der Woche. Und ich bin halt sehr gespannt. Also langsam ist es nicht mehr auszuhalten, weil für mich ist dieses Ganze nur digitale sehr anstrengend. Ich möchte Karten in der Hand haben. Um dann zu sagen, landet mein Deck auf diesem Regal hinter uns? Oder wird es so viel bespielt wie mein aktuelles Magic-Liga-Deck? Eigentlich habe ich Bock, es ist halt Disney, es wird geil werden. Ich habe super viele Leute, die es gerne spielen wollen und spielen testen wollen. Wir werden jetzt versuchen, bis zum Release euch so viel Footage hier um die Ohren zu feuern, wie wir nur können. Der Daniel und der Aaron haben schon vielleicht vorgedreht. Und da wird noch mehr kommen und mal schauen. Vielleicht kriegen wir auch mal wieder so ein Gameplay hin. Wir werden es sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke, dass ihr da wart. Erzählt es all euren Freunden. Hier gibt es die Lokana News. Wir haben schon zwei Spezialisten, der Daniel und der Aaron. Kennen sich schon besser aus, wie wir eigentlich drüber reden dürfen. Ich sag's mal so. Bleibt gespannt. Wir sind dann mal... Wenn ihr Anregungen, Fragen, irgendwelche Wünsche habt, lasst uns natürlich da in den Kommentaren wissen. Glocke. Daumen. Abonnieren. Teilen. Daumen hoch. Der Runterdaumen ist ausgegraut bei euch. Wir sind weg. Der Jasper ist zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.